Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir stehen geblieben hier in der Krankenstube, nachdem wir den Thomas befragt haben, alias ohne Schön, dass du Name. da bist. Und ich habe Hoffentlich auch sind die beiden. rausgefunden, dass ich trotzdem noch ein paar Quests abschließen kann, die jetzt quasi nicht mehr angezeigt werden. Wie zum Beispiel zu den Gerbern gehen oder. So, und deswegen würde ich sagen, gehen wir auch zu den Gerbern. Beziehungsweise zu dem Gerber, der uns dann die Quest gibt. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall müssen wir am Ende auf jeden Fall in die Kirche. Und ich meine, das ist ja eh dann abends oder nachts oder wie auch immer wir es nennen sollen. Bis dann haben wir noch Zeit. So. Dann. Reiten wir mal Richtung Gerber. Ja, wahrscheinlich der beste Weg. Der Totengräber, das habe ich keine Ahnung. Wo der Müller zum Zeitpunkt ist, habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Daher der Gerber. So, hier ist nochmal der Vogt. Hab schon aus den angeritten. Der Vogt, hier ist der Schuster übrigerweise. Müsste hier unten irgendwo sein. Hab ich das verlaufen? Hier ist, glaube ich, der. Warte mal, ich hänge gerade fest. Der Gerber. Ist das hier unten? Hilfe. So. Gut. Hilfe. Obwohl, hier kann ich einfach durchschreiten. Hier ist kein wirkliches Problem dabei. So. Dann Gerber, der Weise. Hier, Gerber. Nee. Ich habe Informationen. Wie läuft's? Wie läuft's denn bei dir? Gerber, wie läuft's? Nicht gut. Gar nicht gut. Jeden Abend ist hier so ein Radau. Nicht mal nach der Arbeit kann man sich ausruhen. Sag bloß. Und wer verursacht diesen Radau? So ein Lumpenpack schlägt hinter meinem Haus Krach. Und wie ich sie verjagen wollte, haben sie mich verhauen. Oh. Wie Wann viel, kommt sie her? Nee, erst mal das. Fast jeden Abend. Jeden gottverdammten Abend. Brüllen und johlen, bis die Nacht hereinbricht. Und dann gehen sie. Wahrscheinlich ins Wirtshaus. Wie viele? Wie viele Krawallmacher sind es? Was weiß ich. Aber die machen Krach wie eine Herde Wildschweine in der Brunftzeit. Und sie sind alle auf dich los? Jawohl. Haben mich ordentlich verdroschen. Da. Und es unternimmt niemand etwas dagegen? Ich war beim Vogt, aber den kümmert's einen feuchten Dreck. Unter seinem Fenster ist ja kein Radau. Also ist's ihm gleich. Einen tollen Vogt habt ihr hier. Eine Vogelscheuche sorgt für mehr Ordnung. Da. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst aus, als könntest du Berge versetzen, aber die sind ein paar und du bist nur einer. Vielleicht ja, ich kann ich schon. Das mit ihnen friedlich klären. Vielleicht. Und dir treten sie vermutlich nicht gleich in den Arsch. Da. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Es müssen keine Fäuste fliegen. Hals- und Beinbruch, Junge. Oder lieber nicht. Aber wenn du es schaffst, belohne ich dich. Keine Sorge. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja. Gut, ich weiß, dass hier die Leute sind. Da. Dann quatschen wir mal. Wen soll ich denn anreden? Ich hab ihn jetzt Klotz. Gott sei mit dir, Heinrich. Weil kennen die meinen Namen? Hä? Ich hoffe, ich kann dir von... Hier. Mir kam zu Ohren, jemand suche nach Männern, die zu allem bereit sind. Weißt du etwas darüber? Zu allem bereit? Was soll das heißen? So was Schmutziges wie dem Schinder zu helfen? Das meinte ich nicht, aber... Da. Was ist mit dem Gerber passiert? Nichts Besonderes. Wollte sich beweisen, wie jeder andere auch. Aber er kam nicht mal an Bohnenstange vorbei, dem jungen Spross. Dann jammerte er, wir hätten ihn beschissen und wollte sein Geld zurück. Also jagten wir ihn davon. Er kam ein paar Mal wieder und beschwerte sich über den Lärm. Er sagte, wir sollen abhauen. Seid ihr aber nicht. Nein. Und als er richtig nervig wurde, haben wir ihm eine verpasst. Und seitdem kam er nicht wieder. Traut sich nicht. Aber sein Maul hat er wohl immer noch offen. Okay. Vielleicht kann ich mit dem reden. Das sieht so, ja, haut drauf. Steht schon so da, wie gibt's mir. Da. Angenommen, ich möchte mitmachen. Was müsste ich tun? Ganz einfach. Zuerst musst du Bohnenstange besiegen.
Er sieht nicht allzu gefährlich aus, aber manches Nachts schläft er tief und fest und hat Gott auf seiner Seite. Danach kannst du gegen einen der anderen drei antreten. Egal wen. Und wenn du alle drei verhauen hast, kannst du dich mit mir messen. Klar? Der letzte Kampf ist also gegen dich. Ja, es heißt, gegen mich ist's kein Zuckerschlecken. Nur saures Obst. Da. Was macht ihr hier? Nichts Besonderes. Bloß eine kleine Feierabendklopperei. Ist gut für den Rücken und die Verdauung. Und für den Geldbeutel, wenn man's drauf hat. Gut, und das? Der Gerber schickt mich. Er sagt, ihr veranstaltet in der Nacht immer Radau. Und ich möchte euch bitten, das zu unterlassen. Ha, also hat seine Jammerei endlich Gehör gefunden, was? Lass mich dir was sagen, Grünspan. Ich arbeite für den Vogt. Und wir machen hier nichts Unrechtes. Der alte Ledermann ist bloß am Heulen, weil er ein bisschen Silber verspielt hat. Der Radau hat ihm vorher auch nichts ausgemacht. Bei ihm klang das anders. Ha, natürlich. Sonst würde ihm auch keiner helfen. Geh und frag die Jungs, die werden dir dasselbe sagen. Ist die Wahrheit. Ich nehme dich beim Wort. Aber was soll ich nun tun? So wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Scheiß auf den alten Lügner oder mach ernst. Was meinst du mit ernst machen? Ich glaube, du hältst dich für einen harten Burschen und denkst, wenn du uns verprügelst, überlegen wir es uns vielleicht. Aber Schlägereien sind uns nicht fremd. Wenn ich euch die Knochen breche, kommt ihr so schnell nicht wieder her. Ich bin ein anständiger Kerl, also mache ich dir ein Angebot. Wenn du das Turnier gewinnst, also uns alle schlägst, ziehen wir ab. Wenn nicht, hast du Pech gehabt und musst dich verpissen. Kein schlechtes Angebot, oder? Okay. Ich soll mit Bohnenstange anfangen, wo er sagt, der nicht. Bohnenstange. Gott segne dich. Ihr sollt dem Gerber üben. Dann ist er selber schon. Ach ja? Er wollte nur, dass ihr woanders hingeht. Das hat er dir erzählt? Hühnerkacke. Er hat mitgemacht und sich erst mit uns angelegt, wie er sein ganzes Geld verloren hat. Er hat sich mit euch angelegt? Hätte ich ihm nicht zugehört. Hat's versucht. Hatte aber nicht viel Glück. Einstecken kann er ja. Aber einen Treffer landen. Fäust hoch. Auf geht's. Der Lulatsch. Den tat mir jetzt richtig aus. Zack. Der ist kaputt. Leute, der ist kaputt. Hat er was Gutes dabei? Eigentlich nicht. Ja, komm. Was macht der denn da? Heinrich, schön, dass du da bist. Ich hab nichts gemacht. Kann ich das laden? Kann ich irgendwie. Ne. Was soll ich denn jetzt gemacht haben? Dann muss ich jetzt zu einer Wache gehen und sagen, ich hab nichts gemacht oder was? Sofort stehen! Ergib dich! Haben nie was gemacht. Hab ich sogar echt nicht. Du wurdest beim Stehen? So schnell wirst du dieser. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du... Tja. So bin ich halt, wa? Jetzt will ich ja gucken, wie der Ruf in Rat... in Dings ist. Sah so, ein bisschen geschädigt. Wow.
Obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte. Dafür musst du jetzt mit mir prügeln. Du Arsch. Keil. Red mit mir. Dafür kriegst du jetzt auf Fressbrett. Es ehrt nicht. Nö. Kämpfen wir. Nicht schlecht. Komm. Das war's für dich. Die Aktion hat es bei mir versaut. Den einen haben wir ja besiegt. Dich besieg ich jetzt auch noch. Und deinen anderen zwei Kumpanen auch noch. Zack, tritt. Tritt. Schön die Ecke prügeln, den Typen. Au. Zack. Arschgeige. Kann ich ja schnell mit dem Ludatsch reden hier. Reden. Mal gucken, was er erstmal zu uns sagt, dass wir ihn besiegt haben. Weil der hat ja richtig schön eingesteckt. Ah ne, wenn schon was da vor ist, hat er wahrscheinlich überhaupt keinen Bock mehr. Ludatsch. Muss jetzt jeden nach dem anderen wegmachen. Dann schick mich immer noch weg. Na los, lass uns kämpfen. Kämpfen wir. Das war ziemlich gut. Aber wer weiß? Ja. Glück. Zack, tritt. Hier und tritt. Sitzt hier in der Ecke. Zack. Und zum nächsten. Hier wird es einer nach dem anderen bewusst durchgeschlagen. Lass uns kämpfen. Nicht schlecht. Müsste mittlerweile zwei Bewusstlose drin sein. Au. 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 Nee, ist ein bewusstes geschlagen, fehlt nur noch einer. Wie die jetzt alle aussehen, hier Blut, da Blut. Das Gesicht habe ich nichts abgekriegt, da der andere mehr abgekriegt. So, haut drauf. Ist soweit. Deine Leute liegen alle. Kämpfen. Ich will mit dir kämpfen. Anständige Vorstellung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Tja. Jetzt du noch, mein Freund. Ah, du kleiner. Jetzt gibt's aufs Fressbrett. Zack. Au. So. Au. Komm. Einfach zack. Au. Die hat sich auf jeden Fall mehr wie der Rest von seiner Bande. Was? Au. So.
geht es dir, Heinrich? Euer Freund liegt. Leute. Verdammt. Hab ich alle besiegt, ne? Ja. Es ist jetzt ein Fertigstange. Hey! Heinrich kommt uns besuchen. So, haut drauf. Wie sieht's denn aus? Lief nicht ganz so gut, wa? Guter Kampf. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut. Das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren. Ich will dir was schrecken. So, jetzt kommt die Information nochmal. Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke. Ich überlege es mir. Und das. Pass mal auf, Jungs. Ich möchte euch hier nicht noch einmal sehen. Sucht euch ein anderes Plätzchen. Na gut, aber wenn du dich wieder schlagen willst, bist du stets willkommen. Ich wette, nächstes Mal ziehst du den Kürzeren. Okay. Hey, pass auf. Vielleicht schon mal ein Gerber Bescheid sagen. Als wir das geklärt haben, was klären werden musste. Und dann geht's in die Kirche. So, Gerber. Problem gelöst. Dann müsste ich schon wieder mein Ansehen beim Volk bessern. Sie haben mir etwas anderes erzählt. Dass du freiwillig mitgekämpft und ordentlich Silber verloren hast. Ist das wahr? Zuerst habe ich mitgemacht, aber wie ich sie beim Bescheißen erwischt habe, haben sie mich verbläut. Und jetzt muss ich mit dem Radau leben. Ich könnte mich um sie kümmern. Nun ja, du siehst... Vielleicht. Da, ja. Hui. So, Gerber, ich hab die Information. Ah. Ich habe mich um die Raubeine gekümmert. Heute wirst du einen ruhigen Abend haben. Gott segne dich. Und hier hast... Wenn dich wieder etwas bedrückt... Die Frage ist, die mich interessiert. Ist mein Ruf jetzt wieder im Dorf okay? Nee. Immer noch nicht. Naja. Dann will ich schon nicht weiter. Ich angeblich geklaut habe. Ich habe ja nicht mal was rausgenommen. Ich habe es extra da gelassen. Der hat ja nicht mal was gehabt, der Typ. So, mal gucken, ob es jetzt schon spät genug ist. Oder ob ich schon warten muss. Erstmal die Kirche ist hier links. Richtig. Bevor ich irgendwie falsch reite. So, hier lang, da lang, da lang, da lang. Und hier gleich einbiegen. Ja, hä? Wollte schon sagen, als ich den Waffen in der Hand gehabt. Nacht wie Nacht oder Nacht wie nicht Nacht? Ich würde mal Nacht wie Nacht. So. Dürften eigentlich nichts verlieren, soweit ich weiß, ob wir stehen bleiben. Jedenfalls, soweit meine Fähigkeit eigentlich. Nee, wirkt trotzdem. Scheint die Fähigkeit wird das verhindern, naja. So, Licht ist drin. Der Eingang müsste vorne sein. Also das Grab von dem Soldaten, würde ich sagen. Wie auch immer. Willst du ein Gebet aufsagen? Soweit ich weiß. Um sie anzulocken. Ich werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehen, wie im Himmel. Amen. Was? Hat das der Erik oder was? Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du, Spucksaß? Hilfe? Also ich finde, ob der Bogenschütze zu ihnen oder zu anderen gehört. Wenn der Bogenschütze das Radau macht, haben wir ein Problem. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass nichts passiert. Also ich hoffe wirklich um alles, was mir heilig ist, dass nichts passiert.
Wäre äußerst schlecht. Erst ihr sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte, aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Also, von wem weißt du es? Von Haut drauf. Er arbeitet für den Vogt und veranstaltet die Kämpfe beim Steinbruch. Verstehe. Ich hoffe, du hast ihn verbläut. Der Bastard nahm mich beim Würfeln aus. Wenn du willst, mische ich ihn auf, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster. Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius, dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben, die Höhle des heiligen Prokop. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Ihn abfüllen? Kein Ort wäre besser. Dort gibt es mehr Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will, ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Und dann? Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Ich weiß nicht, ob ich den Typen töten muss. Thank you.
Ist das der Schlüssel? Warum ist ein toter Bürger? Und warum hat er eine Mönchkutte? What the fuck ist das denn jetzt? Liegt eine Leiche. Okay, ich würde trotzdem erstmal Herr Ratzig sagen, was los ist. Der ist unten in Rattei. Dann mal los. Und ich würde versuchen, den Typen am Leben zu lassen. Müsste eigentlich irgendwie möglich sein. Eigentlich. Puh, der tote Mensch ist jetzt schon. Der tut mir schon wieder irgendwie leid. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie hätte verhindern können, ne? Wanderer. Guck mal, wer es ist. Welche Geschichte hat der denn? Bitte, Herr. Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg. Ah, den kennen wir schon. Ich schau mal. Nimm den fucking Verband. Hier. Und fertig. Danke, Herr. Jederzeit. Ich glaube, dem geht's besser. Pferd. Reit mal weiter Richtung Ratzig. Mir die Treppe hoch. Ach, scheiße. Ich muss ja wieder dingsen. Die Treppen hochkommen. Ach du Kacke. Das Schlimmste, was existiert. Wir sind mal hier. Leute, ich habe keine Fackel, das ist nicht so wichtig. Ich schreibe nur schnell zu Herr Ratzig. Ah. Nur Banditen schleichen ohne Licht. Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, ich will nicht nur. Ach du Scheiße. Hier rein. Hä, Bürger? Ich glaube, der war auch ganz oben, ne? Hey, Herr Ratzig. Du kannst hier im Dunkeln nicht einfach ohne Licht rumspazieren. Ich bin nicht im Dunkeln, ich bin im Haus. So. Herr Ratzig hat seine Gemächer hier drüben. Hier. Ach Gott, dann warten wir mal. Dass Herr Ratzig aus dem Zimmer kommt. Ich weiß nicht, ob wir ihn töten müssen. Seine Würfel haben das Geld. Verdammt nochmal, das Geld und die Würfel kann ich noch abnehmen, ohne ihn zu töten. Huch. Ich stehe im Haus. Bist du ernsthaft, dass du vor mein... Das wird teuer. Fuck, ich bin in einem Kackhaus. Na schön. Du hast dich vor dem Gesetz gel... Ich stehe immer noch in einem Kackhaus. Das finde ich sinnlos. Muss schon nachgucken, wie mein Ruf im Rattei ist. Ja klar, jetzt bin ich da schlechter oder was? Ey, es ist doch Bullshit. Nur weil ich hier mitten in einem Haus stehe, während es dunkel ist, habe ich eine Straftat begangen oder was? Ja klar. Ja, Herr Ratzig, lass uns quatschen. Gott segne dich. Da. Hä? Herr, die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder von Slavitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden, einen Kerl namens Pius.
Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Rathai. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Jawohl. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Okay. Ich soll ihn also rauskriegen, na vielen Dank. Ja, auch mal schon sagen, hier endet auf jeden Fall wieder die Folge zu Kingdom Come Deliverance. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.